Herzlich willkommen bei Herbert Liest. Ich habe euch heute ein Gegenmittel gegen den Corona-Blues mitgebracht. Ich empfehle euch heute Katja Oskamp, Marzahn mon amour, Geschichten einer Fußpflegerin. Ein ganz wunderbares, anrührendes und positiv stimmendes Buch. Katja Oskamp war vor 4-5 Jahren eine mittelerfolgreiche Schriftstellerin, ein bisschen in der Lebenskrise. Der Mann war krank, die Tochter auf dem Weg aus dem Haus, die Schriftstellerei funktionierte nur so halb. Und da traf sie die Entscheidung, etwas Bodenständiges zu tun. Sie machte eine Umschulung zur Fußpflegerin und heuerte in einem Studio in Marzahn an. Und dann hat sie jetzt in den letzten Jahren die Geschichten aufgeschrieben, die sie dort erlebt hat, sowohl mit ihren Kolleginnen als auch mit ihren Kunden. Und das ist ein super Panorama menschlichen Lebens. Also hier treten bestimmt 14, 15, vielleicht sogar knapp 20 Kunden auf. Die heißen Frau Guse oder Frau Blumeier oder Herr Fritsch oder Herr Pietsch und Frau Frenzel und wie auch immer. Und alle haben sie, alle werden sie eigens porträtiert und dabei sind ganz unterschiedliche Typen dabei. Wirkliche Ekelpakete, wirklich reizende Damen, totale Asoziale. Also alle sind dabei und das Besondere ist aber, Frau Oskamp begegnet den allen mit einem wirklich, man muss es sagen, empathischen Blick. Dabei nicht liebevoll verklärt. Also die kann schon böse sein, die kann schon lustige Sätze raushauen, wenn es da etwa heißt über die Frau Noll, dass sie neben ihrer Tochter stand wie ein stumm angeleintes Haustier. Oder auch all die anderen, die kriegen schon ihr Fett ab, aber zugleich bleibt das Ganze immer sehr menschenfreundlich. Und man muss auch ziemlich viel lachen, weil das natürlich auch sehr skurrile und absurde Situationen sind. Und sie hat sich natürlich die schönsten rausgesucht. Ich fand besonders schön auch die Szene, wo sie den Betriebsausflug mit ihren beiden Kolleginnen beschreibt, mit Tiffy und mit Flocke. Flocke, die hat so glitzerbesetzte, dicke, krallenartige Fingernägel, weil die macht nämlich die Maniküre. Und Tiffy ist eher so, dass die Chefin, die macht so die Massagen. Und die dreien fahren jedes Jahr im Betriebsurlaub und fahren jedes Jahr in die Therme nach Bad Saarow. Und wie sie da beschreibt, wie sie glücklich wie die Seekühe im warmen Wasser planschen, das wird so eine Art Liebeserklärung an ihre Kollegin. Das ist auch eine Art Liebeserklärung an Frauen im besten Alter, patente Frauen, die einiges durchmachen mussten, die aber ihr Schicksal in die Hand genommen haben, die vielleicht sogar unser Land in die Hände nehmen. Also das ist auch nicht schlecht. Schön ist auch, das ist natürlich auch eine Liebeserklärung an Marzahn, was offensichtlich viel lebenswerter ist, als man das so aus der Presse kennt. Und dann ist es eben die Geschichte einer Frau, die sich selbst am eigenen Job aus dem Sumpf gezogen hat und zum Schluss sagt, ich bin jetzt eigentlich ganz altersmilde geworden. Und dieser schöne Satz kommt da, meine Liebe ist flüssig geworden und passt in die unwahrscheinlichsten Zwischenräume und nicht nur 10 Zwischenräume. Also ich würde sagen, verschenkt das entweder an euch selbst oder an Misanthropen oder an Leute, an ewige Pessimisten. Dieses Buch haltet auf und dieses Buch verkörpert eine, ich würde mal sagen, einfach eine positive Lebenshaltung, die wir alle gerade gut gebrauchen können, würde ich sagen. Und das war's auch schon und bis zum nächsten Mal bei Herbert Liest.